noch 100 Meter, 200 Meter und dann sind wir genau an dem Standort, wo wir hinkommen sollen. Jetzt heißt es warten. Schon so ein bisschen skurril, hier rumzustehen mit drei Kameras und zu warten. Du weißt nicht mal, wer kommt. Doch, das sind die. Wenn ich an Antifa oder Linksradikale denke, dann kommen mir sofort die Bilder von G20 in den Kopf. Also schwarz vermummte bei einer Demonstration, Randale, Krawalle. Wir wollen in diesem Video verstehen, was wollen diese Linksradikalen eigentlich für ein Deutschland? Und dafür wollen wir mit Menschen aus der Szene persönlich sprechen. Ich weiß aber, dass das für Journalisten auf jeden Fall keine leichte Herausforderung wird. Ich arbeite an diesem Film zusammen mit Tobias. Der ist Investigativjournalist beim WDR und unterstützt mich mit seinen Erfahrungen in der Recherche. Und zuerst haben wir uns hier in Hannover mit Joni verabredet. Der ist noch ein ziemlich junger Aktivist in der Linken. Wir wollen nämlich besser verstehen, wie geht das eigentlich los mit dem Aktivismus? Wie fängt man damit an? Und Joni zu überzeugen, überhaupt mit uns zu sprechen, war schon ein hartes Stück Arbeit. Und wir wissen auch, wer er ist, aber wir haben uns dazu entschlossen, seine Identität geheim zu halten, auch weil er sich das gewünscht hat. Hi. Na? Moin. Hi. Hi. Gut, dass das klappt. Sollen wir da rüber? Das ist Mike, unser Kameramann. Hier rum? Ja? Gut. Dein Weg in den Aktivismus in der linken Szene, wie ist das passiert? Ich setze mich sehr für Menschenrechte ein und ich habe viele Videos gesehen von den Flüchtlingslagern in Moria und ich dachte mir, so kann man das nicht sein lassen. Und die unzähligen Flüchtlinge, die jedes Jahr ertrinken, es geht für mich einfach nicht. Wenn du sagst, du bist für Menschenrechte, aber dieser Sticker auf deiner Kappe, Nazis töten. Ja. Die politische Einstellung zur Beiseite, aber das sind auch Menschen. Ja, also durch den Punkt auf dem Schriftzug ist es eine Aussage eigentlich, nämlich, dass Nazis töten, getötet haben und töten werden. Der Spruch kommt von Die Partei. Es ist also nicht als Aufforderung zu verstehen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich diese Aufforderung ausschließe, weil es einfach nicht möglich ist, anders Nazis zu stoppen. Das ist schon krass. Wie du das siehst, ist tatsächlich so, dass du sagst, lieber den Nazi opfern, sozusagen, als das deren Ziele umgesetzt werden, wie auch immer die dann sind. Also es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, die Politik tut zu wenig dagegen. Warum ist dir so wichtig, dass auch deine Identität geheim bleibt, wenn du mit uns sprichst? In letzter Zeit hat sich häufig gezeigt, dass viele Aktivisten oft von Neonazis angegriffen wurden oder auch generell oft Ärger mit der Polizei bekommen, wenn sie sich so mit dem Gesicht zeigen und darüber reden, was sie machen. Bist du linksradikal? Manche Menschen sagen linksextremistisch. Was ist deine Einstellung? Extremistisch würde ich auf keinen Fall verwenden. Ich definiere mich als einen linksnotwendigen Menschen. Kannst du das mal erklären? Was heißt das linksnotwendig? Normale Demonstrationen reichen mittlerweile einfach nicht mehr aus. Deswegen braucht es diese Linksradikalität, die halt eigentlich eine Notwendigkeit ist. Man hat gesehen, so viele Millionen Menschen sind letztes Jahr für Fridays for Future auf die Straße gegangen und es ist nichts passiert. Und deswegen braucht es einfach mehr Radikalität, damit die Regierung merkt, boah, fuck, wir haben da richtig was falsch gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, wogegen du bist. Kannst du mich nochmal dahin mitnehmen, mir zu erklären, wofür du bist? Also man würde in einer Welt aufwachen, in der es auf jeden Fall keine Grenzen gibt. Also in der jeder Mensch hier willkommen ist und jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten hat, dass Menschen, die vielleicht nicht so einen guten Job haben, trotzdem gut bezahlt werden. Und vielleicht würde es auch eine Welt ohne Geld geben. Ich bin auf jeden Fall Antikapitalist. Wenn jetzt irgendwie eine Fabrik von Coca-Cola oder so zerstört wird, angezündet wird, dann habe ich damit kein Problem, weil dieses Unternehmen einfach mit daran schuld ist, dass die Welt sich verschlechtern wird. Also bei mir bleibt ein mulmiges Gefühl. Menschen töten und Firmen anzünden, das sind klare Straftaten. Argumente hin oder her. Was nimmst du daraus jetzt mit? Ja, vor allen Dingen, dass er Linksradikalität als sogar notwendig ansieht und Gewalt gegen Unternehmen oder auch gegen Personen total okay findet. Ja, das fand ich auch krass. Ich habe noch so gedacht, diese Priorität auch in den Themen, ne? Alles, was er wichtig findet, das ist auch wichtig. Ja, genau. Und das schreibt ja auch der Verfassungsschutz in seinem Bericht, dass bei diesen Themen zum Beispiel von links auch die Kriminalität ansteigt, mehr Straftaten, 10.000 letztes Jahr. Und auch die Leute, die dazu bereit sind, immer mehr werden.
dann versuchst du jetzt eigentlich, lass uns so vorgehen, du versuchst nochmal weitere Kontakte in die Szene zu bekommen. Okay. Und ich fahre nach Berlin, weil alle Leute, mit denen wir bisher darüber gesprochen haben, wir wollen was über Linksradikalität machen, die haben uns alle einen Namen genannt, Sören Kohlhuber. Er bezeichnet sich als Journalist, ist aber weiterhin aktiv in der linken Szene. Noch eine Info zum Ort hier, wir sind hier in Friedrichshain. Das ist so ein bisschen Epizentrum der linken Szene in Berlin. Und hier vorne ist auch das besetzte Haus in der Liebigstraße. Hi, ich mach mal so. Ja. Moin. Wie muss ich mir in Deutschland vorstellen, in dem ich aufwache und in dem Menschen, die in dem Haus wohnen, mit denen du verkehrst, mehr Macht haben zumindest? Na, erstmal gibt es dann kein Deutschland mehr. Okay, ist das schon mal eine Aussage? Ich glaube nicht, dass wenn diejenigen, die in Hausprojekten und in besetzten Häusern leben, dass wenn die die Macht haben, dann dass die Struktur Deutschland, der Nationalstaat Deutschland so in der Form noch existieren würde. Gäbe es einfach keinen Staat mehr? Ja, das wäre natürlich das Optimalste, wenn es halt irgendwie diese staatlichen Strukturen eben nicht mehr in der Form gäbe, sondern dass es halt irgendwie eben wahrscheinlich dann Clusters gibt, wo halt einfach Kieze sich zusammen organisieren, weil was interessiert mich, was irgendwie in Kulmbach in Franken los ist. So. Und wichtiger ist ja eigentlich, dass die Leute in dem Handlungsort, in dem sie auch sich bewegen, dass sie dort halt einfach die Macht auch haben zu gestalten. Wie würde eine Gesellschaft aussehen? Was sind die Ziele so? Das sind dann halt auch einfach manchmal auch Luftschlösser, muss man ganz ehrlich sagen, so, die wir da bauen, in die wir uns klammern eventuell. Da wird dann ein heidvolles kommunistisches Paradies ausgerufen, meinetwegen, um so plakativ zu sein. Aber wie man da hinkommt und was es dann ist, kann auch keiner konkret eigentlich bezeichnen. Du beobachtest die Szene ja schon ziemlich lange. Siehst du da eine Veränderung, was Radikalität, was die Ideen angeht, was die Ziele angeht? Wir haben eventuell auch einfach weniger militanten Antifaschismus, als es den in den 90ern noch gab oder in den 2000ern. Und dementsprechend gibt es heute eine Generation, die diesen Kampf auch nicht mehr kennt, die halt eher diesen Subkultur pflegt und die halt auch diesen Militanzcharakter oder den Gewaltcharakter, sage ich mal, nicht mehr so vertreten oder leben. Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil wenn man in den Verfassungsschutzbericht guckt, dann kriegt man ein bisschen anderes Bild. Also da sind ja, ist es ja schon so, dass, sag ich mal, Straftaten aus der linken Szene, wenn man es mal so ganz grob fassen will, schon angestiegen sind, auch noch mal im letzten Jahr. Es ist ja nicht so, dass die Leute losgehen und Bock auf Gewalt haben, sondern es ist ja für die eine Praxis, die notgedrungen ist. Wenn ich halt mit anderen Mitteln nicht weiterkomme, dann muss ich halt Gewalt anwenden, damit ich mir Gehör verschaffe oder meine Ziele durchsetzen kann. Es ist halt so, dass Neonazis auf verschiedenen Ebenen aus dem Straßenverkehr gezogen werden können einfach. Und es geht darum, dass diese tickende Zeitbombe weg ist. Und das ist dann mir zumindest scheißegal, ob die Person im Krankenhaus landet. Bringt es tatsächlich was, dem einzelnen Nazi auf die Schnauze zu hauen? Es gibt durchaus Gespräche mit Nazi-Aussteigern, warum sind sie ausgestiegen? Da gibt es verschiedene Motivationen natürlich. Ja. Der eine mag irgendwie gerade eine Familie gegründet haben, der andere hat zu viel Repression erfahren, aber es gibt halt durchaus Leute, die sagen, dass halt auch der antifaschistische Druck da unter anderem eben schuld war, sagen wir Outings, sagen wir Bedrohungen, sagen wir Beleidigungen oder auch Übergriffe, dass die Nazis dann gesagt haben, so, jetzt wurde hier zweimal meine Wohnung angegriffen, ich habe dreimal meinen Arbeitsplatz verloren durch die antifaschistische Intervention und das hat mich dann doch dazu gebracht, jetzt mit dem Scheiß aufzuhören. Was macht man denn eigentlich mit Leuten, die dann anders denken? Wie geht man damit um? Ich will ja durchaus mit dem Diskurs auch Menschen überzeugen, so von anderen Positionen und ich finde, das ist halt eigentlich genau das, was Demokratie auch ausdrückt. Ich denke da gerade so drüber nach, wie das dann zusammenpasst mit, ich hau jemandem auf die Schnauze, aber... Naja, ich hau jetzt niemanden auf die Schnauze, weil er ein Jaguar fährt. So, und ich hau niemanden auf die Schnauze, weil er ein Loft hat oder weil er irgendwie eine fette Villa in Teltow-Fleming hat oder sowas. Aber kann man die Scheiben vom Jaguar einschmeißen und kann man Farbe auf den Balkon werfen? Ist das wiederum legitim? Also ich kann das für mich jetzt nur sagen, so, ich mache das nicht so. Ja. Ich sehe da nicht so den Sinn unbedingt für mich drin. Das müssten dann Leute sagen, die das halt machen, warum die das machen. Ich würde mich jetzt aber auch nicht entsolidarisieren und sagen, jo, ist kacke gewesen, sondern das muss die Person für sich dann entscheiden. Was ist das Ziel von solchen Sachbeschädigungen? Ein primäres Ziel ist dann einfach, dass durch diese Gewalt, die ja stattfindet, gibt es ein mediales Echo. So, man muss einen Skandal quasi basteln, so wie die Bild-Zeitung nackte Menschen irgendwie ablichten muss, irgendwie um Verkaufszahlen zu machen, muss die radikale Linke da eventuell halt mal irgendwie eine kleine Spur der Verwüstung hinterlassen, damit irgendwie sie Gehör verschafft. Nochmal zur Einordnung. Den Staat abschaffen, das ist ganz klar gegen die Verfassung. Und absichtliche Sachbeschädigungen, wie auf diesen krassen Bildern, bleiben Straftaten. Auch einer der Gründe, warum der Verfassungsschutz so kritisch auf die linke Szene guckt. Während ich in Berlin war, hat Tobi mir versucht, noch weiteren Kontakt zu anderen Antifa-Gruppen zu bekommen. Was aber bisher gar nicht so leicht ist, weil die ziemlich vorsichtig sind, ziemlich skeptisch, was Journalisten angeht. Die wechseln die Telefonnummern, die Telegram-Gruppen sind auch relativ klein. Und einer hat mich sogar von der Telefonzelle aus angerufen. Dass es noch Telefonzellen gibt. Habe ich bisher noch nicht gehabt, aber zeigt irgendwie auch so ein bisschen, dass die vorsichtig sind und gar nicht so leicht an die Rand zu kommen ist. Ja, also am besten ist es, die über verschlüsselte E-Mails anzuschreiben. Das geht auch ganz gut, ist nur ein bisschen kompliziert. Schaut mal in das Video von unseren Kollegen von Represent. Da
das ist hier oben auch nochmal verlinkt. Die haben sich darin die Frage gestellt, sind Antifa-Aktivisten Terroristen? Tobi telefoniert da hinten jetzt gerade mit einem Aktivisten. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Und, was hat er jetzt gesagt? Ja, der war ja von Antifa Münster, die sind prinzipiell dabei, aber wollen jetzt alles nochmal ausdiskutieren. Aber melden sie mit einem Standort. Alles doch gut, super. So, noch 100 Meter, 200 Meter und dann sind wir genau an dem Standort, wo wir hinkommen sollen. Jetzt heißt es warten. Schon so ein bisschen skurril, hier rumzustehen mit drei Kameras und zu warten. Du weißt nicht mal, wer kommt. Alles so mysteriös, geheimnisvoll mit diesem, ich heiße Felix. Wir sehen uns dann Samstag an dem und dem Ort. Doch, das sind die. Mach ruhig an. Moin. Wollen wir schon anmachen? Hi. 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 Tim, Tobi, Mike. Die beiden nehmen uns jetzt hier mit in so ein Gebiet in Münster, wo so ein paar Clubs sind. Sieht man hinter mir. Genau, und wir setzen uns jetzt hier vorne gleich einfach hin. Könnt ihr mir das ein bisschen klarer machen, was für ein Deutschland ihr euch vorstellt? Wir denken nicht in Staaten, wir denken in einer Gesellschaft. So, und die funktioniert halt am besten ohne Grenzen und Staaten und Nationalismus und Nationalstaaten als Gebilde. So. Wenn mich Leute fragen, so, warum bist du politisch aktiv, habe ich immer so den Impuls zu sagen, guckt euch das doch mal an, was hier so abgeht. Also wir arbeiten daran, rechte und extrem rechte Strukturen daran zu hindern, was sie tun, also ihre mörderische Ideologie zu verbreiten, politisch Raum zu gewinnen und aktiv zu sein. Das ist das, was wir als klassische Antifa-Gruppe tun. Man hat irgendwo einen Neonazi, der in einem Sportverein irgendwie auf einmal Jugendtrainer für Boxen wird. So, dann kriegen die halt irgendwann eine Mail oder eine Einladung zu einem Gespräch und dann sagt man, sorry, aber der Typ, der hier gerade bei euch Kinder und Jugendliche trainiert, der ist hier mit militanten Neonazis von welcher Partei oder Kameradschaft auch immer unterwegs, überlegt euch nochmal, ob ihr den hier weiter aktiv werden lasst. Was ich immer noch nicht so richtig 100% verstanden habe, ist, wie so eine Stadt aussehen würde, in der ich aufwache und Menschen, die so denken wie ihr, haben deutlich mehr Mitspracherecht. Was würde sich da ändern? Also ein Wirtschaftssystem wäre an der Stelle halt nicht kapitalistisch orientiert. So, wie das dann genau aussieht, ob man da über Kollektivbetriebe, über sonst was redet. Was wir halt wissen, ist gerade, dass der Kapitalismus in seiner aktuellen Form hier einfach Ungerechtigkeiten verschärft und Leute irgendwie aufs Existenzminimum runterzieht. Genau, wir haben keinen 10-Punkte-Plan, aber ja, dass gerade irgendwas passieren muss, ist, glaube ich, ja, jetzt nicht nur bei uns ein Thema. Fragt man uns als radikale Linke, sagen wir, ja, ist kompliziert, ne? Ja, lass mal drüber reden. Ja, so genau wissen wir auch nicht. Ist alles grau. Wir haben keine einfache Lösung, weil es ist einfach alles komplex. Aber macht man sich damit nicht auch ein bisschen leicht eigentlich, wenn man sagt, naja, es ist halt kompliziert? Ja, ist ja auch eine sehr leichte Aussage. Damit kann man es sich leicht machen. Klar kann man sagen, so, na, es ist so komplex, eigentlich kann ich nichts tun. Insofern, aber sonst würden wir ja nicht hier sitzen, wenn wir sagen, okay, wir denken, es ist so komplex, dass wir davon ausgehen, wir können nichts tun. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich im Rahmen dieser Recherche beantworten kann, Linksradikale wollen ABC. Ich muss aber sagen, ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht richtig gecheckt. Und vieles klingt, ohne das Böse zu meinen, auch ein bisschen nach linker Träumerei. Es geht irgendwie immer darum, der Kapitalismus weg, Staat weg. Aber so konkret kam eigentlich gar nichts dabei rum. Außer, und da wurde es dann interessant, wenn es dann darum geht, die eigenen Prinzipien, die spielen dann eine ganz große Rolle dabei, wie man so Aktionen bewertet. Ein brennendes Auto ist halt dann in Ordnung, wenn das die eigenen Forderungen irgendwie unterstreicht. Das finden die dann wiederum okay. Ja, das ist ja auch im Prinzip das, was wir jetzt in allen Interviews gehört haben, was wir überall gelesen haben, was man überall in der Recherche findet. Gewalt ist okay, Gewalt ist ein Mittel zum Zweck. Und wann sie angewandt wird, das entscheiden sie selber. Praktisch. Was denkt ihr über die Ideen der Linksradikalen? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das mal unten in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Ich freue mich, wenn ihr uns ein Abo dalasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und unsere Kollegen von Funk, die organisieren gerade einen großen Extremismus-Schwerpunkt. Follow Me Reports hat dazu einen Journalisten begleitet, der auf rechten Demos geht. Das Video findet ihr hier und Neues von mir kommt dann ganz bald.